Vor einer ungewöhnlichen Herausforderung stand jetzt die Judo-Abteilung des TSV Ganderkesee. Die Judo-Sportlerin Silke Helmrich verfasste ein Jugendbuch, in dem mehrere Selbstverteidigungsszenen beschrieben werden. Damit alle Szenen stimmig sind, stand die TSV-Abteilung Pate. Während des Trainings in der Turnhalle an der Dürer Straße wurden die Szenen nachgestellt bzw. ausprobiert. Allerdings warnte Abteilungsleiter Andreas Hübner vor einer Nachahmung. Das sei viel zu gefährlich. Die Judo-Abteilung des TSV Ganderkesee war 1975 gegründet worden. Ein Schwerpunkt ist die Kinder- und Jugendarbeit. Heute gehören der Abteilung etwa 85 Aktive an, darunter zwei Abteilungsleiter sowie drei Helfer während der Trainingszeiten.